In diesem Video möchte ich zeigen, wie man eine einzelne Seite im Querformat in diesem hochformatigen Dokument einfügt. Wir haben ja hier bereits einen Seitenumbruch eingefügt und ich möchte nun an der Stelle, wo hier eine Tabelle fehlt, eine Seite einfügen im Querformat. Alle anderen Seiten sollen allerdings weiterhin im Hochformat sein. Dabei muss ich folgendermaßen vorgehen. Unter Einfügen wähle ich wieder manuellen Umbruch aus. Das ist zu verstehen, denn ich will ja jetzt diese Zeile auf einer nächsten Seite haben. Durch diesen manuellen Umbruch habe ich nun die Möglichkeit, nicht nur, dass es auf eine neue Seite springt, sondern ich kann auch eine sogenannte Formatvorlage auswählen. Und zwar ganz speziell hier die Formatvorlage Querformat. Eine kurze Erklärung, was eine Formatvorlage ist. Eine Formatvorlage ist quasi eine definierte Formatierung. Hier ist es eben das spezielle Format, dass eine Seite im Querformat eingefügt wird. Man sieht das jetzt sehr schön, wenn ich es noch ein bisschen vergrößere. Sieht man hier den Unterschied zwischen den hochformatigen Seiten hier und dem Querformat bei dieser einen Seite, aber auch bei den folgenden. Das heißt, ich habe jetzt hier an dieser Stelle ja einen Seitenumbruch eingefügt und danach sind nun alle Seiten im Querformat. Wenn ich jetzt möchte, dass nur diese eine Tabelle hier im Querformat ist, muss ich wieder einen Seitenumbruch einfügen und wähle jetzt eben eine neue Formatvorlage in Hochformat. Das ist hier nicht so direkt beschriftet, aber das ist hier die Formatvorlage Standard. Und wenn ich das jetzt einfüge, habe ich nur diese Zeile oder diese Zeilen hier im Querformat. Alle anderen Seiten sind Hochformat. Hier eine Seite Querformat, danach wieder Hochformat. So kann man das auch an anderen Stellen machen. Ich muss einfach zwei manuelle Umbrüche einfügen, um dafür zu sorgen, dass ich diese eine Seite im speziellen Format habe. Wenn ich jetzt auf dieser Seite in die Formatierung der Seite gehe, dann ist hier Querformat eingestellt und ich könnte quasi an der Stelle für diesen Abschnitt das Format und auch die Seitenränder anpassen. Zum Beispiel hier überall 1 cm jeweils anpassen. Das hat keine Auswirkung auf die restlichen Seite. Auch hier habe ich wieder wie bisher meine 1,5 cm. Und auch danach sind es wieder die 1,5 cm.